Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Ja, in der Woche habe ich ja wieder gearbeitet und trotz der Arbeit habe ich 3,5 Bücher gelesen, beziehungsweise eigentlich sind es nur 3 1/3, weil ich ein Buch ja so nach circa 1/3 abgebrochen habe. Ich habe auch ein bisschen Serie geschaut und meine neue Couch ist bei mir eingezogen. Yippie, yippie, relativ spontan und schnell war sie dann da. Das muss man echt so sagen. Die Möbelhäuser haben ja wieder geöffnet hier in Bayern. Und da sind wir los, haben uns ein bisschen umgeschaut. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Vorstellung, wobei so ganz anders nicht, aber so farblich. Und ich habe die aber dann gesehen, das Modell Henry. Zum Glück ist es nicht Henry the Eighth, also Heinrich der Achte. Dann hätte ich das ein bisschen problematisch gesehen, aber ja, und ich habe die gesehen und eigentlich war es um mich geschehen und die ist dann tatsächlich direkt auch am gleichen Tag noch bei mir eingezogen, obwohl ja auch noch die alte im Wohnzimmer stand und es war dann doch ein bisschen stressig gefühlt an diesem späten Nachmittagabend. Aber jetzt ist das Wohnzimmer mehr oder weniger komplett, es fehlt noch so ein bisschen Teppich unter dem Couchtisch, wenn man so möchte und ja, aber sonst fühle ich mich sehr wohl. Und meine Katzen auch. Ich muss aber sagen, meine kleine Flummi, die war nicht ganz so begeistert von Henry. Die ist erstmal dann ins Wohnzimmer reingekommen, hat gefaucht und geknurrt und ist wieder gegangen. Und dann dachte ich schon, Katzen und Veränderungen, das ist manchmal nicht so einfach. Aber ich kann sie ja verstehen, ne? Da steht auf einmal einfach was Neues, ohne mit ihr abgesprochen. Vielleicht hat sie auch mich angeknurrt und angefaucht und gar nicht die Couch. Kann natürlich auch sein. Ja, das ist so, ja, ich glaube tatsächlich das Aufregendste der Woche, wenn man so möchte, war auch wieder einige Tage draußen und spazieren, gerade nach der Arbeit, nach dem Homeoffice, tut mir das unglaublich gut und man darf ja jetzt auch endlich wieder fremde Menschen sozusagen sehen, also Leute, die nicht zum eigenen Haushalt gehören. Und so war ich auch mit einer lieben Freundin spazieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gut fand, was wir da so alles gesehen haben. Nämlich wirklich viele Menschen, Truppen, die sehr nah beieinander waren. Und ich weiß nicht, ob ich so ganz angetan bin von den vielen Lockerungen, aber ja. Ja, da müssen wir wohl irgendwie durch. Würde ich sagen. Ja, neben den Büchern gab es auch eine Serie, zu der ich was erzählen möchte, nämlich Hollywood, die jetzt relativ neu bei Netflix läuft. Aber wir starten, wie gewohnt, mit den Büchern der Woche. Das erste Buch, was ich beendet habe, ist Die andere Welt von Julie Cohen. Ein richtig schönes Cover, wie ich finde, hat mich sehr angefixt und musste jetzt einfach gelesen werden. Gehört habe ich Gestohlene Erinnerung von Blake Crouch, das ist das neue Buch des Autors von Dark Matter. Dann gehört habe ich auch Rendezvous in 10 Jahren von Judith Pinault. Ein Buch, das mich total einfach auch wegen dem Cover und der Story und dem Titel angesprochen hat und wurde auch gehört. Und das abgebrochene Buch der Woche ist dann Priest of Bones von Peter MacLean. Ein Buch, ein etwas düsteres Fantasy-Buch hatte ich erwartet, was dann aber tatsächlich zu düster war. Ja, muss man eigentlich fast so sagen. Aber wir beginnen, wie gewohnt, chronologisch mit Die andere Welt von Julie Cohen, was für mich ein absolutes Highlight war. Nicht nur, dass das Cover, wie ich finde, sehr schön ist, wenn auch nicht passend zur Story, finde ich es doch sehr, sehr ansprechend. Und es hatte mich ja damals auch einige Male in der Buchhandlung verfolgt. Und dann habe ich das E-Book vom Verlag zugesendet bekommen und die liebe Christine hat mir dann ihr echtes Exemplar sozusagen vorbeigebracht, beziehungsweise an die Tür gehängt. Und worüber ich sehr dankbar bin, mich sehr freue, denn es ist ein Highlight-Buch, ein Buch, was ganz anders war, als ich es erwartet habe. Und ich fand hier die Idee sehr cool. Man liest aus dem Klappentext eigentlich heraus, dass es einen Jungen und ein Mädchen gibt, nämlich Luise und Louis. Und beide eigentlich die gleichen Startbedingungen haben, die gleichen Lebensanfangsbedingungen. Aber wie sich das Leben dann eben verändert, weil man eben ein Mädchen bzw. dann eben ein Junge ist. Und wir treffen Louis und Luise. Allerdings ist es doch etwas anders, als ich es in den Klappentext hineininterpretiert habe. Denn wir erleben im Grunde wie in einer Art Parallelwelt das Leben der beiden, als wären sie eben entweder als Mädchen oder als Junge auf die Welt gekommen. Aber mit der gleichen Familie, der gleichen Geschichte, den gleichen Freunden, der gleichen Schule, also alles gleich, aber
Ja, man hat im Grunde zwei Welten, wenn man so möchte, deswegen auch die andere Welt und erlebt eben einmal die Geschichte von Luise und einmal die Geschichte von Louis. Und wenn beiden etwas gleich passiert, wie zum Beispiel die Geburt, dann ist eben auch oft von Lou die Rede. Also beide haben dann auch den gleichen Namen. Ja, sie beide kommen als Anfang 30-Jährige zurück in ihr Dörfchen nach Maine, in ein kleines Städtchen, denn die Mutter ist schwer erkrankt und möchte ja im Grunde ihr Kind nochmal sehen. Sie wuchsen ja in einem kleinen Dorf auf, hatten die gleichen Freunde, die gleichen Flausen im Kopf, aber eben einfach mit dem Unterschied, dass Luise behandelt wird wie ein Mädchen und Louis eben ein Junge ist. Und natürlich bedient man sich da mancher Klischees, aber so ist das, glaube ich, tatsächlich auch einfach. Also man hört ja auch heute noch von sehr vielen Eltern oder Großeltern, ja, der Junge bekommt hier was Blaues, Grünes, für das Mädel gibt's Rot, Pink und Gelb. Und wehe, ein Junge hat mal was Rotes an, das wird dann schon ganz kritisch gesehen. Also sowas gibt es, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich kenne tatsächlich auch sehr viele Männer, die Rot total schön finden und also ihnen dann auch gut steht zum Beispiel. Und man sich fragt, warum sollte das eine Mädchenfarbe sein? Und ich liebe unter anderem auch Blau. Wer weiß, was da schiefgelaufen ist. Aber ja, man ja, merkt das eben, man erfährt das eben so in der Geschichte. Und beide sind ja nach ihrer Abschlussfeiernacht sozusagen ja aus der Stadt geflüchtet. Mehr oder weniger aus unterschiedlichen, aber doch irgendwie gleichen Gründen. Und sehen jetzt eben nach 13 Jahren ihre Eltern wieder, ihre Freunde Benny und Ellie wieder, mit denen sie eben beide jeweils in ihrer Welt befreundet waren. Natürlich die Verknüpfungen auch ein bisschen anders war, weil natürlich gefühlt die Jungs in der einen Welt sich besser verstehen, während die Mädchen in der anderen Welt und dann doch irgendwie, ja, sind sie miteinander verbunden. Und wir haben hier unglaublich viel in dieser Geschichte, was ich finde, das Cover wird dem überhaupt nicht gerecht, auch der Klappentext nicht. Ich fand das großartig. Ich bin wirklich geflasht durch diese Geschichte, geflogen. Ich fand es großartig, wie uns so viele Dinge näher gebracht wurden. Also einmal dieses Geschlechterding. Dann aber durchaus eben auch, dass Geschlecht eigentlich total egal ist, gerade wem man liebt, wann man liebt, wo man liebt. Dass es da ganz egal ist, ob ein Mädchen ein Mädchen liebt, ein Jungen liebt, beides liebt, gar nichts liebt, was auch immer, dass das eben eigentlich egal ist. Nicht nur eigentlich, es ist egal, denn Liebe ist eben einfach geschlechtslos. Und das erfahren wir hierdurch. Auch diese Probleme des Erwachsens werden, wenn Konflikte passieren, wenn Erwartungen erfüllt oder eben auch nicht erfüllt werden, wenn Eltern älter werden, krank werden, wenn Eltern sich trennen, was passiert, wenn Freunde einfach verschwinden, wenn aus engen Freunden irgendwie 13 Jahre gar keine Freunde werden, was passiert, wenn man wieder auftaucht, was passiert, wenn man alleinerziehend ist, wenn man ja dann eben auch einfach ein Leben zu bewältigen hat, was anders ist, als es geplant ist. Es sind so viele Themen in einer Geschichte, die von vorne bis hinten mich absolut gepackt und gefesselt hat, die ich so grandios von der Idee finde, von der Umsetzung, die einfach perfekt erzählt, wie zwei Leben ablaufen könnten und auch im Grunde ja abgelaufen sind und was sie aber verbindet und eben auch was sie trennt. Und ich fand's großartig. Ich mochte den Stil. Ich mochte es, dass wir sowohl Erzählweisen von Luise als auch von Louis hatten, aber eben auch zusammen Dinge erlebt wurden, die ganz geschlechterunabhängig sozusagen passiert sind. Also wenn sie Lou waren, ich fand es spannend, wie die Welten irgendwie ineinander griffen, aber es natürlich gar nicht konnten, weil in der einen Welt gibt es eben den anderen oder die andere nicht. Wie wir als Menschen auch einfach unser Umfeld verändern, wie wir das beeinflussen. Also dass es eben durchaus einen Unterschied macht, wer ich bin zu meinen Eltern. Also dass meine Eltern auch nur reagieren, wie eben ich als Kind war. Das fand ich großartig erzählt, auch wie eben die Freunde, die wir aus beiden Perspektiven kennen, wie die eben anders sind, anders werden, wie die sich verändern, je nachdem, welchen Input sie von diesem guten Freund bekommen. Und dass wir eben nicht nur unser Leben beeinflussen, sondern auch das Leben der Menschen drumherum und dass eben auch unser Umfeld nur auf uns reagiert und je nachdem, wie, was, wer wir sind, eben da auch eine Reaktion haben. Ich fand das einfach Hammer. Es hat mich so vom
was es mit mir im Kopf macht, so ein bisschen an This Is Us erinnert. Da sage ich ja auch immer so schön, dass das ja, also dass eine Entscheidung, die getroffen wird, nicht einfach nur auf irgendwas zurückzuführen ist, sondern dass das Leben eben ganz viele Episoden hat und wir aus ganz vielen Episoden der Mensch gerade jetzt sind, der wir sind, morgen aber vielleicht schon wieder anders sind und gestern sowieso anders waren. Und so ähnlich, es hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber dieses Gefühl, dass man eben ganz viel beeinflusst, dass man ganz viel Kraft hat und das Leben ja gestaltet, das kam bei mir absolut durch. Ich fand den Stil großartig, ich fand die Erzählperspektive toll, ich fand es schön, wenn so ein allumfassender Erzähler dazugekommen ist. Ich mochte das unglaublich gern. Ich mochte die beiden Charaktere, wenn man so möchte. Ich fand die Spannungen interessant. Ich fand auch so die etwas Schwierigkeiten, die es in den Familien gab, in den Freundschaften gab, ich fand das mega interessant. Und natürlich auch so das Thema Krankheit und Tod, und das spielt natürlich mit rein, ist natürlich jetzt nicht das schönste, aufhellendste Thema, aber mich hat es absolut gefesselt. Also mich hat es so begeistert, ich hatte es gehofft und irgendwie erwartet, aber eben anders. Ich hatte eine ganz andere Geschichte eigentlich erwartet und ja, ich fand es großartig. Ich fand es einfach Hammer und ich mochte es unglaublich gerne. Es hat ganz, ganz viel in mir gemacht und es arbeitet noch. Und ich glaube, es merkt man auch einfach an wie es hier raussprudelt. Ja, dass ich es einfach mega fand. Also großes, großes Bücherkino. Und ich bin so froh, dass es tatsächlich schon als echtes Buch hier ist. Denn das ist für mich auch ein Buch, was ich definitiv nochmal lesen werde. Dann natürlich mit dem Wissen, was ich schon habe. Aber ich glaube, dass man da durchaus in ein paar Jahren einfach sagen kann, man rereadet das und genießt dieses Gefühl, was es in einen auslöst. Und ich fand es ja wirklich ganz toll. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Und nochmal vielen Dank an dich, Christine, dass du mir dein echtes Buch ja schon vermacht hast und wir uns da auch schon so ein bisschen austauschen konnten. Und ja, finde ich toll. Dann parallel dazu habe ich ein bisschen ja, Kontrastprogramm gebraucht, und zwar Gestohlene Erinnerung von Blake Crouch. Ich habe von dem Autor im letzten Jahr Dark Matter gelesen und auch für sehr gut befunden. Und ich habe mich hier für das Hörbuch entschieden, denn es wird gesprochen von Uwe Teschner, einer Stimme, der ich gerne lausche. Und deswegen dachte ich, ja, Science Fiction funktioniert bei mir auch gut als Hörbuch. Und dementsprechend ja, durfte das dann auch bei mir als Hörbuch dankenswerterweise vom Verlag einziehen. Ja, wir sind in New York und es gibt ein geheimnisvolles Phänomen, welches Detective Barry Sutton ja so ein paar Rätsel aufgibt. Die Menschen quälen sich mit falschen Erinnerungen und ja, durch diese falschen Erinnerungen treibt sie es mehr oder weniger in den Tod. Die Hirnforscherin Helena Smith weiß um die Macht von Erinnerungen und hat eine Methode geschaffen, dass sich Erinnerungen wieder anfühlen, als wären sie jetzt gerade passiert. Das ist eine Technologie, die sie erschaffen hat, damit man zum Beispiel den ersten Kuss nochmal richtig erleben kann und nicht nur eine Erinnerung davon hat. Es fühlt sich dann also echt an, wie wenn es jetzt tatsächlich passiert und nicht in der Vergangenheit irgendwo in unserem Kopf schlummert. Denn wir wissen ja alle, Erinnerungen ja, sind manchmal nicht wie das wahre Leben und man erinnert sich an Dinge doch ein bisschen anders, als sie dann wahrscheinlich tatsächlich waren. Doch ihre Erfindung scheint jetzt das Schicksal der Menschheit zu bedrohen und wir haben eben auch Menschen, die jetzt das Problem haben, dass sie sich an mehrere Leben erinnern, also an ihr eigentliches Leben und aber auch Erinnerungen im Kopf haben, die nicht ihre sind, die nicht zu ihrem Leben gehören. Und diese Verwirrung und diese Manipulation der Erinnerungen, ja, der widmen sich jetzt im Grunde Detective Sutton zusammen mit Helena Smith. Und ja, Dark Matter geht ja eher so ein bisschen in Richtung, ja, Zeitreise ist das falsche Wort, aber geht in eine ähnliche Richtung, war auch etwas anderes, als ich es erwartet hatte, hatte mich im letzten Jahr sehr gefesselt, sehr begeistert und so habe ich eben den Autoren auch so ein bisschen im Blick behalten und fand eben diese Idee mit ja, gestohlenen Erinnerungen, mit wie kann man Erinnerungen manipulieren, das fand ich mega spannend und ja, deswegen musste dieses Buch einfach her. Ich bin ja ein Freund von Science Fiction, lese ich immer mal wieder sehr, sehr gerne, klappt nicht immer, manchmal ist es zu technisch, zu wissenschaftlich, aber
Ich versuche immer wieder mein Glück daran und mag es tatsächlich eigentlich ein bisschen humorvoller in der Science-Fiction, als wenn man jetzt hier wirklich so ein ganz ernstes Thema hat. Die Idee, dass man eben Erinnerungen manipuliert, dass man an denen arbeitet, dass man etwas mit diesen tut, dass man sie löschen kann, gab ja zum Beispiel auch mal einen sehr coolen Film mit Jim Carrey und Kate Winslet, ich komme jetzt nicht mehr auf den Titel, aber da lässt er sich ja alle Erinnerungen mit ihr löschen, weil sie sich von ihm getrennt hat und er nicht mehr erinnert werden möchte, aber das tut eben auch was in seinem Kopf mit ihm. Und ich fand das damals schon super spannend und fand die Idee hier jetzt eben auch super interessant, dass man eben Erinnerungen irgendwie manipulieren kann, dass man am Ende als Mensch gar nicht mehr weiß, habe ich das echt erlebt oder ist das eine gefälschte Erinnerung? Und gerade auch das Problem, was eben wahr ist mit in unseren Erinnerungen und was nicht. Was verschönern wir, was verändern wir, was ist tatsächlich eigentlich geschehen? Das ist natürlich, umso länger eine Erinnerung her ist, umso ungreifbarer wird es. Der Start der Geschichte war für mich doch sehr verwirrend. Also so die ersten 1,5-2 Stunden war ich doch so ein bisschen beim Hören und dachte mir, hä? Ich habe so meine Schwierigkeiten gehabt, in die Geschichte hineinzukommen. Besonders lag es vielleicht tatsächlich am Hören und nicht am Selbstlesen. Aber ich bin an und für sich schon ein sehr konzentrierter Hörer, habe aber hier schon gemerkt, man muss da dranbleiben. Es nützt nichts, immer nur mal eine Viertelstunde, 20 Minuten zu hören, sondern dass man ein Stück hört, damit man reinkommt, dass man drin bleibt und die Geschichte dann auch genießen kann. Nach dem etwas holprigen Start ging es aber sehr spannend und auch wirklich so ein Paukenschlag nach dem anderen in dieser Geschichte weiter. Wir haben einen Perspektivwechsel, den ich sehr gelungen fand, der die Geschichte sehr abwechslungsreich macht, auch wenn er mir persönlich ein bisschen zu nah beieinander war. Ich mag bei Perspektivwechseln ja wirklich, wenn sich auch die Stimme des Erzählenden verändert. Also gerade wenn man zum Beispiel einen Mann und eine Frau eben hat, wie in dem Beispiel, eine Frau spricht einfach anders oder denkt anders, als es ein Mann macht. Und ich mag das, wenn das im Perspektivwechsel durchkommt. Das ist mir hier ein bisschen zu ähnlich. Das hat man aber tatsächlich sehr häufig, deswegen würde ich das jetzt gar nicht groß kritisieren, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Unterschiede in den Perspektiven gewünscht. Der Stil von Blake Crouch ist auch hier sehr flüssig, er ist sehr modern, er ist sehr schnell, er ist sehr atmosphärisch, er ist bildhaft und man kann sich die Konstellationen, die sich hierin eben ergeben, auch sehr, sehr gut vorstellen. Und es ist wirklich eine Atmosphäre, die auch sehr gut geschaffen ist, nicht nur durch Uwe Teschner als Sprecher, sondern natürlich auch vom Autor, der uns im Grunde so ein bisschen hineinzieht, so eine Sogwirkung in die Geschichte hat. Mir war die Geschichte leider an mancher Stelle ein bisschen zu technisch und zu wissenschaftlich. Ich bin da manchmal gedanklich auch einfach ausgestiegen, weil ich dachte, ja, mag alles irgendwie möglich sein. Das hat mich an mancher Stelle so ein bisschen aus der Geschichte herausgebracht. Ich mochte aber die Geschichte tatsächlich sehr gerne und muss sagen, sie ist wieder eine sehr gute Geschichte. Sie ist jetzt nicht ein komplettes Highlight, weil dazu war der Anfang zu verwirrend, es war zu wissenschaftlich, es war auch gegen Ende so ein bisschen over the top. Aber es war vom Spannungspegel und von der Sogwirkung war die Geschichte wirklich sehr, sehr gelungen. Also Blake Crouch kann für mich schreiben. Es gibt ja, glaube ich, auch so eine Thriller, ich weiß gar nicht, so eine Krimi-Thriller-Reihe von ihm. Psychose war, glaube ich, der erste Teil, die mich auch noch sehr, sehr anspricht. Und ich glaube, zu der muss ich demnächst auch mal irgendwie greifen, weil ich finde, dass Blake Crouch es einfach schafft, mich mitzunehmen. Er zieht mich hinein und lässt mich nur ganz schwer wieder los. Und das habe ich hier beim Hören gemerkt, dass es eben viele Momente gab, wo ich gar nicht aufhören wollte und gefühlt auch gar nicht konnte, weil ich eben diese Idee auch großartig fand. Und für alle, die Zeitreisen mögen, denn die spielen hier auch eine kleine Rolle, wer Science Fiction mag, wer Wissenschaftsromane mag, wer so ein bisschen Technik beliebt ist, der ist hier definitiv richtig. Der bekommt hier einen spannungsgeladenen Roman, der wirklich sehr viele Höhen hat, der wirklich viele Tops hat, der Plot-Twists hat, der Ideen hat, Möglichkeiten hat, allein immer diese Erinnerungsbearbeitung. Und ja, ich bin da sehr fasziniert, sehr begeistert und ja, es gibt 2-3 kleine Kritikpunkte, das finde ich aber persönlich jetzt auch gar nicht so schlimm und dennoch möchte ich unbedingt nochmal was von dem Autor lesen, weil er mich einfach tatsächlich sehr, sehr begeistert hat und ja, deswegen ging das gut in dieser Woche weiter. Auch
Auch die nächste Geschichte ist eine Geschichte, die mich sehr gut unterhalten hat, nämlich Rendezvous in 10 Jahren von Judith Pinot. Auch wieder ein Hörbuch, das ich gehört habe, denn es wird gesprochen von Moritz Pilke und Dagmar Bittner. Für mich war hier aber gar nicht der Sprecher ausschlaggebend, sondern eher so dieses, es hat so einen Liebesroman, Wohlfühlroman-Charakter und das funktioniert bei mir eben sehr gut fürs Hören. Zudem gibt es auch aktuell nur Hörbuch und E-Book und ich glaube, das E-Book auch gerade für 4,99, also knapp 5 Euro, während das Taschenbuch erst im Juni, Juli erscheint. War ich auch ein bisschen irritiert. Deswegen habe ich mich auch einfach fürs Hörbuch entschieden, weil ich einfach dachte, dass das einfach passen wird. Und so ist es auch. Dieses Genre liegt mir sehr, wenn ich es mir vorlesen lasse. Und ja, da kann ich da wirklich abtauchen und es genießen. Angesprochen hat mich hier der Titel, denn ein Rendezvous in 10 Jahren sagt uns ja schon in etwa, um was es gehen wird. Und ich finde auch das Cover tatsächlich sehr gelungen. Wir sind mit Valerie unterwegs. Und zwar ist die mit ihrer Schwester auf einer Reise nach Amsterdam, doch die kommt irgendwie später. Und so, ja, ist im Grunde Valerie schon mal ein bisschen in der Stadt unterwegs, läuft durch Amsterdam, zeigt uns ein bisschen die Stadt, geht in ein Café und trifft dort auf einen jungen, gut aussehenden Holländer. Sie trifft auf Ted und beide verstehen sich super schnell, super gut. Sie haben direkt eine besondere Verbindung zueinander, halten sich überhaupt nicht mit Smalltalk auf. Nein, ganz im Gegenteil, sie erzählen sich ihre Sehnsüchte, ihre Wünsche, wovon sie träumen. Ted erzählt, dass er sich an die Berge träumt. Valerie erzählt ihre Liebe zum Meer und beide sind direkt ganz tief miteinander in einem Gespräch, werden sehr tiefgründig und merken so ein bisschen, wir brauchen hier eine verrückte Idee. Die ist prompt gefunden, denn sie stellen sich die Frage, was wird wohl in 10 Jahren sein? Werden sich unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte erfüllt haben? Wie werden wir in 10 Jahren sein? Wir treffen uns wieder. Sie vereinbaren einen Ort, eine Zeit, wo sie sich in 10 Jahren wieder treffen werden und wollen dann eben besprechen, ob ihre Träume wahr werden. Denn tatsächlich glauben beide nicht so richtig an Liebe auf den ersten Blick und haben ja eigentlich auch ihre Leben mehr oder weniger. Und so gehen sie auseinander. Doch Ted merkt relativ schnell, nein, das kann es nicht gewesen sein. Ich will Valerie wiederfinden. Ich habe da mich direkt verliebt. Sie ist die Frau meines Lebens und er geht auf die Suche nach ihr. Wie man es sich vorstellen kann, funktioniert das natürlich in Großstädten wie Amsterdam oder dann auch wie München, wo Valerie lebt, nicht so richtig einfach. Zudem passiert eben auch einiges in Valeries Leben, was sie woanders hinführt. Aber das Schicksal, ja, spielt gerne und das macht es auch mit Valerie und Ted. Doch lässt sich die Zeit tatsächlich überlisten? Das muss man einfach selbst herausfinden. Die Idee finde ich richtig cool. Ich mag es, dass man im Grunde eine Begegnung hat, dass man irgendwie sich da tiefgründig austauscht. Das kann man sich gut vorstellen. Und dann eben auch so diese Idee, was passiert denn eigentlich? Wie ist ein Mensch, den man vielleicht nur einen Tag getroffen hat, wie wird der in 10 Jahren sein? Wird man nochmal diesen Draht zueinander haben? Was passiert in 10 Jahren? Was hat man sich zu erzählen? Mich hat das hier wirklich mega angesprochen. Es hat sehr interessant geklungen. Es klang auch mal nach was ganz anderem. Ich mochte die Idee, dass wir zwei Sprecher haben, zwei Perspektiven haben, dass wir so auch beiden sehr nahe kommen. Leider auch hier, die Perspektivenunterschiede sind mir ein bisschen zu gering. Es klingt eben alles nach einem Erzählstil, was ich einfach schade finde, aber es ist gefühlt tatsächlich zu 90% ist das bei einem Perspektivwechsel der Fall. Was ich einfach schade finde, weil ich finde, man könnte da so viel machen und auch ein bisschen eine Veränderung hereinbringen im Stil, aber es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Die Idee ist für mich sehr gut umgesetzt, besonders dieses Ineinandergreifen beider Leben, die eben Auswirkungen hat auf den Menschen. Diese Begegnung hat Auswirkungen auf das Leben, auf das Umfeld, auf Entscheidungen. Es ist sehr leicht erzählt, es ist sehr flüssig erzählt. Die Geschichte ist auch modern und man kann hier auch wirklich ganz wunderbar abschalten und so ein bisschen davon wegreisen und träumen. Wir sind in Amsterdam, wir sind in München, wir sind dann auch noch auf einer Nordseeinsel. Ja, überall sind wir und man hat das so ein bisschen das Gefühl, da passiert was, man ist unterwegs und das fand ich richtig schön. Was mich irgendwie trotzdem an dieser Geschichte gestört hat und das, obwohl ich es eigentlich eine gute Idee finde, ist tatsächlich, dass hier das Warten so positiv dargestellt wird. Also ich bin an und für sich kein Mensch mehr, der irgendwas in 10 Jahren plant. Also ja, natürlich sage ich, mit 60 möchte ich nach Thailand ziehen. Mit 40, meinen Geburtstag, feiere ich auf den Malediven. Ja, aber ich glaube, dass man viele Dinge einfach jetzt und hier packen muss und die Chance nutzen muss und das Beste draus machen sollte.
Und deswegen hat mich so ein bisschen dieses Warten der beiden gestört. Also, dass sie ihr Leben nach diesem Date in 10 Jahren ausrichten, ohne eigentlich ersichtlichen Grund, dass sie diese 10 Jahre einfach willkürlich gewählt haben. Und das ist tatsächlich was, was mir irgendwie so ein bisschen einen komischen Beigeschmack gegeben hat. Und obwohl ich die Idee cool finde und wirklich diese Frage sich stellt, was ist denn in 10 Jahren und wie werden wir sein und wie werden sich unsere Wünsche erfüllen, aber darauf zu warten und in den 10 Jahren oder immer so oft an den zu denken, und da weiß ich nicht, ob ich das tatsächlich gut finde und ob ich das wollen würde. Also das war tatsächlich, sind dann die Fragen, die so, ja, sich in mir so ein bisschen stellen. Aber ja, alles in allem eine Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, die mich sehr begeistert hat, die mich gut unterhalten hat, die mich auch wirklich mitgerissen hat, die wirklich schön erzählt war, die auch sehr viele, ja, Schmunzeleinheiten, Momente hatten und ja, die mich einfach unterhalten konnte und die ich eben von der Idee richtig schön finde, aber das eigentliche Warten dann irgendwie gerne in Frage stellen möchte, wenn man das so sagen kann. Ja, jetzt kommen wir zum Flop der Woche, nämlich Priest of Bones von Peter MacLean. Das Buch habe ich nach knapp 150 Seiten circa abgebrochen. Mich hat damals, ich glaube Februar ist das Buch rausgekommen, hat mich das Cover sehr angesprochen, mich hat der Klappentext sehr angesprochen. Es klang so nach düsterer Fantasy, ein bisschen brutal, aber so ein bisschen, ja, Intrigen, und es klang irgendwie interessant. Der zweite Teil, Priest of Lies, den gibt es bereits auch im Englischen seit letztem Jahr im Sommer. Ich weiß noch gar nicht, ob da ein deutsches Datum feststeht, aber man könnte theoretisch, wenn man wollte, weiterlesen. Ja, wie er jetzt schon gemerkt hat, ich werde nicht weiterlesen. Wir haben einen Armeepriester und ja, gleichzeitig ist er im Grunde jetzt auch ein Gangsterboss, nämlich Thomas, der mit seinen, ja, mit seinen Soldatenheer im Grunde nach Hause zurückkehrt. Aber da ist natürlich alles anders, denn ja, nach den ganzen Kämpfen sind aus den Männern nicht mehr Soldaten geworden, sondern tatsächlich eher mittellose Gangstermänner, die jetzt eben irgendwie durchs Land streifen. Und ja, alle, ja, haben auch so ein bisschen eine posttraumatische Belastungsstörung, wenn man so sagen kann, und merken, dass sie mit dem normalen Leben jetzt nach dem Krieg eigentlich gar nicht mehr zurechtkommen. Aber es gehören nicht nur Männer zur Truppe von Thomas, sondern es gibt eben auch Sergeant Bloody Anne, die seit dem Krieg ja, seine rechte Hand geworden ist und ja, die ihn auch immer den Rücken frei hält. Ja, sie ist im Grunde genauso kampfbereit und hart und brutal wie er und oder seine Männer, und mischt eben auch gerne mal was auf, was wir relativ früh zu der Geschichte im Grunde auch schon merken, erleben und dabei sein können und dürfen, wenn man das so ausdrücken kann. Als sie zurückkommen und in Ellenburg ankommen, haben aber längst andere das Sagen, doch Thomas hat hier ein Ass im Ärmel, nämlich Billy the Boy, nicht zu verwechseln mit Billy the Kid, da habe ich anfangs gedacht, da geht die Geschichte irgendwie hin, der magische Fähigkeiten hat und ja, die Geschichte irgendwie ihren Lauf vielleicht nimmt. Das Problem an Priest of Bones für mich war die unfassbare Brutalität. Also man ist ja viel gewöhnt. Nach The Walking Dead, nach auch durchaus Game of Thrones, glaubt man ja, man hat alles an Brutalität schon erlebt. Priest of Bones ist aber knallhart, ist blutig, ist brutal und das ohne Sinn und ohne Verstand. Und das war tatsächlich mein Problem damit. Dass man einfach nur brutal ist, damit man es eben ist, einfach draufschlägt, weil das die Lösung ist, und das ist eben seltenst tatsächlich, ist gar nicht die Lösung. Ich konnte also gefühlt niemanden so richtig nachvollziehen. Es lüftete sich so ein bisschen, dass die eben aus dem Krieg kommen. Da kann man vieles erklären, aber es wird einem nicht nahegebracht. Es wird einem nicht erzählt, was da erlebt wurde, was da gemacht wurde, was die dazu getrieben hat, warum überhaupt so dieser Krieg da ist. Es hat ziemlich lange gedauert, bis man da irgendwie mal einen Zugang bekommt. Irgendwie war es auch nicht spannend erzählt. Es floss so irgendwie vor sich hin, ohne mal spannende Wendungen, ohne mal Highlights, die irgendwie so ein Lichtblick in der Story sind. Es hat mich überhaupt nicht gepackt. Ich habe 3 Tage jeweils dazu gegriffen und am 3. Tag dann halt irgendwie nochmal nach 40 Seiten gedacht, nee, das ist es irgendwie nicht. Ich fand es auch einfach viel zu viele Kämpfe, es gab Massaker, es war mir einfach viel zu blutig, und ja, natürlich ist
eine Zeit nach einem Krieg nicht durchaus gleich friedlich oder schön, sondern es sind viele Dinge passiert, aber ja, zudem sind alle irgendwie unsympathisch, man fühlt sich zu niemandem hingezogen, man hat keinen Anhaltspunkt, mit dem man irgendwie so ein bisschen mitfiebert, ganz im Gegenteil, man denkt sich, ja, halt schon wieder einer tot, und das ist halt ein Gefühl, was ich nicht gut finde, was ich nicht schön finde, was mir beim Lesen auch keinen Spaß macht, und ja, dann wurde es eben abgebrochen. Also es waren so die ersten 50 Seiten, da denkt man noch, naja, kommt man irgendwie rein. Bei den zweiten dachte ich schon, naja, so richtig Lust. Und dann habe ich aber ein drittes Mal noch dazu gegriffen und dachte aber, da will ich so noch 40 Seiten. Nee, also es ist einfach nicht meins. Weil es eben auch nicht sehr packend war und irgendwie hat die eigentliche Geschichte gefehlt. Aber ja, leider nicht meins, aber das kommt eben auch durchaus einfach mal so vor. Ja, ich habe in der Woche dann ein bisschen Netflix geschaut. Ich habe die erste Staffel von Hollywood geschaut, was ja super spannend und interessant klang. Ist ja eine Serie von Ryan Murphy, von dem unter anderem Nip/Tuck ist, Glee und zum Beispiel auch die Verfilmung zu Eat, Pray, Love. Und ja, ich war total neugierig, was dieses Art alternative Hollywood der 40er Jahre so ein bisschen zu bieten hat. Es waren, glaube ich, 7 Folgen. Knapp eine Dreiviertelstunde, also auch wirklich was man jeden Abend irgendwie so eine Folge, zwei genießen konnte. Und es zeigt eben in Los Angeles die 40er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sich Hollywood entwickelt hat, beziehungsweise an mancher Stelle, wie Ryan Murphy sich ja im Grunde ein alternatives Hollywood vorstellt. Es gibt viele Charaktere, die fiktiv sind, aber es gibt eben auch echte Charaktere, wie zum Beispiel Rock Hudson, der mir auf jeden Fall ein Begriff ist, weil ich den super toll finde und den gern in früheren Filmen gesehen habe, unter anderem ja auch mit Doris Day zum Beispiel. Es geht viel um den Kampf um Rassismus, Geschlechter, es geht um die Homosexualität, wie damit umgegangen wurde in der damaligen Zeit. Es zeigt auch Machtverhältnisse und ja, wie die sich eben verändern oder auch nicht, bis zum Teil in die heutige Zeit. Dass das sich eben doch gar nicht so verändert hat in den 80 Jahren. Und ich fand die Serie sehr, sehr sehenswert. Ich mochte diesen Flair der 40er Jahre. Ich fand es toll, wie das eingefangen wurde, wie Dialoge gemacht wurde, wie Schnitt, wie uns das gezeigt wurde, wie Geschichte tatsächlich einfach erzählt wurde. Ich mochte diese Machtkämpfe ganz gerne. Ich fand das sehr spannend, eben auch aus den unterschiedlichsten Perspektiven diese Welt zu erleben, wie schwer es manche vielleicht hatten, andere eher einfach und woran das eben auch gelegen haben kann. Ich fand es gegen Ende aber ein bisschen schnell erzählt. Man hat Zeitsprünge, die dann doch recht schnell abgehandelt werden. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass man Rock Hudson als Beispiel genommen hat. Und ja, warum man da nicht auch zum Teil eben einfach was Fiktives hätte nehmen können. Ich fand aber tatsächlich die Darsteller auch sehr gut besetzt, auch tatsächlich der Schauspieler, der Rock Hudson gespielt hat, der mir jetzt nicht bekannt war, aber wo ich dachte, ja, so kann man sich den Rock Hudson eben in sehr jungen Jahren sehr gut vorstellen. Und Rock Hudson, für alle, die es nicht wissen, ist ja dann an AIDS gestorben, hatte den HIV-Virus und hat danach ja sich erst geoutet, eben als homosexuell. Und das war ja wirklich ein absoluter Skandal. Ich habe das mal in einer Biografie von Doris Day gelesen, wie schwierig es sogar für sie war, die eben das eigentlich schon viel früher wusste, weil sie eine gute Freundin ist und wie schlimm das eigentlich auch auf sie mit abgefärbt hat und was das damals wirklich für Wellen gelöst hat. Das ist unvorstellbar. Aber auch in der heutigen Zeit ist ja ein Outing immer noch etwas Kritisches in manchen Bereichen. Nicht jetzt unbedingt vielleicht als Schauspieler, aber wenn man an den Profisport denkt, ja, na, aber es ist ein ganz anderes Thema. Also mir hat die Serie gefallen. Ich fand sie sehenswert. Ich fand sie auch wirklich gut inszeniert. Das fand ich auch wirklich so vom Spannungslevel und von dem, dass man dranbleiben möchte, fand ich richtig gut. Das Ende war mir persönlich einfach ein bisschen zu schnell. Also so würde sagen, ja, die letzten drei Folgen, wenn, dann müsste die Zeitsprünge ein bisschen, ja, anfangen, ein bisschen schnell zu werden. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Futter sozusagen gewünscht oder einfach ein bisschen mehr Zeit oder vielleicht tatsächlich auch noch eine Folge oder zwei mehr. Aber alles in allem eine sehenswerte Serie, die mir gut gefallen hat, die Netflix wirklich gut gemacht hat und ja, die mir tatsächlich auch mal ein bisschen Spaß wieder gemacht hat. Und ja, so viel Spaß, dass ich demnächst direkt danach dann mit einer anderen Serie angefangen habe, aber
Dazu dann in der nächsten Bücherwoche mehr. Und ja, das waren sie, die 4 Bücher der Woche, die Serie der Woche, die neue Couch ist da. Sonst ist gefühlt, ja, es ist ja schon genug passiert. Das schöne Wetter haben wir dann sozusagen auch hinter uns wieder gelassen. Die letzte Woche war ja noch ein bisschen frühlingshaft, sommerlicher, mit sogar einem Tag des Grillwetters. Aber das hat dann schlagartig am Wochenende, passend zu den Eisheiligen, die ja jetzt sozusagen waren oder eben jetzt für mich sind, für euch waren, hat das natürlich umgeschlagen. Zum Glück gab es keinen so direkten Schnee, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Ja, das war es dann auch einfach von mir. Alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Bin natürlich auch neugierig, wer von euch vielleicht schon die Serie Hollywood gesehen hat oder auch eins der Bücher gelesen hat. Lasst mich das gerne mal wissen oder ob ihr Buch- und Serientipps habt. Gerne in die Kommentare, lasst uns da austauschen, würde ich mich sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.